Lieben, sorry, dass ich so fertig aussehe. Mal wieder, wie immer, eigentlich. Aber ich habe wieder ein Haul für euch. Ich war bei, was ist drauf? DM! Ja, danke für den Besuch. Ich wusste da drauf. Ja. Der Einkaufszettel ist ein bisschen lang geworden, deswegen werde ich jetzt nicht jedes einzelne nachsehen und gucken, was ich dafür bezahlt habe. Aber ich werde ihn aufbewahren und wenn ihr Fragen habt, schreibe ich es gerne bei den Kommentaren als Antwort wieder rein und dann spare ich mir Arbeit und ne? Gut, fangen wir an. Ich habe meine Handtasche gefüllt, wie man sehen kann. Und eine kleine Tüte, total süß. Ja, fangen wir am besten mit der Tüte an. Total schön. Ich freue mich total. Wir fangen an mit der Limited Edition Balea Duschgel Peeling Mandarin und Orangenduft. Ich habe dran gerochen, es ist wirklich geil. Also, ich bin ja so ein Typ, ich rieche immer im Laden dran, bevor ich mir das kaufe. Also alles, was ich euch zeige, riecht gut, meiner Meinung nach. Und es ist ein Peeling. Ich freue mich drauf, wie es ist. Mal gucken. Dann habe ich vom Balea Skinny Kiwa Shower mit Schimmer. Kiwi-Duft. Ja. Ist auch erstmal ist das schön groß, ne? Und mit Glitzer. Finde ich gut. Dann habe ich das fast in grün, nur mit Himbeerduft. Heißt Skinny Berry. Ne? Also fast dasselbe. Und es riecht voll geil. Und ich kann euch mal zeigen, ich habe hier ein bisschen geschmiert. Hier sind so Glitzerpartikel. Seht ihr das? Es ist jetzt nicht schmierig, es ist auch ein bisschen so glitzernd hier. Naja, bin mal gespannt, ob das auf der Haut auch so zurückbleibt wie so, ne? Dann habe ich Limited Edition Duschlotion. Beautiful Feelings, sanfte Pflege. Riecht auch sehr geil. Das ist auch so... Das riecht so nach Weihnachten, finde ich. Bisschen. Na egal. Riecht am besten selber dran und guckt, wie es euch gefällt. Dann habe ich... Wo habe ich jetzt das zweite Teil? Bei mir ist es ein bisschen durcheinander. Wundert euch nicht, wie die Reihenfolge. Balea Professional tiefenwirksame Nährpflege. Auf jeden Fall Repair und Pflege. Spülung ohne Silikone. Bla 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 bla. Vom Friseur empfohlen. Einmal das goldbraune... Und dafür habe ich aber auch noch das Shampoo. Na egal. Machen wir weiter. Fahren wir fort. Dann möchte ich meine Haare ein bisschen auffällig. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Sind schon fast schwarz. Und eine Freundin sagte mir, obwohl ich eigentlich meine, das geht nicht. Ich probiere es einfach mal. Hab mir einen helleren Farbton gekauft, um zu testen, ob ich meine Haare so langsam ein bisschen heller kriege. Weil die waschen sich auch aus. Also diese Farbe wäsche ich raus und dann... Bin ich mal gespannt, ob es überhaupt hilft. Ansonsten, ich glaube, es hat nur 2-3 Euro gekostet. Von daher bin ich nicht so schade drum. Das ist die Farbe. Wisch es drauf. 4.15 Tiramisu Braun. Ne? Also wenn ihr wisst, habt da Maul. Dann habe ich von Ebeline die Gesichtsmassagebürste. Ich weiß, meine Schwester hatte ich schon. Und ich habe mir gedacht, ich probiere die jetzt mal aus. Weil sie ja sagte in einem Video, die wäre wohl super. Ich weiß gar nicht, hat sie die von mir mal gekriegt? Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Ich probiere die jetzt auch mal. Dann habe ich mir neu gekauft, meine ganze Pinselsammlung. Entschuldigung. Ein Blush Brush Pinsel von Catrice. Der sieht so aus. Heißt auch wirklich Blush Brush. Ja, ach ja, macht Sinn. Und fand ich ganz schön von der Aufmachung, weil er eigentlich auch so schön schlicht ist. Und ich mag diese Borsten. Naja, dann habe ich wieder einen Lidschattenpinsel, einen abgestrichen von Evelyn. Das ist so meine Marke, die ich am liebsten habe. Kann man jetzt nicht so gut erkennen, weil er eine Verpackung ist. Aber ist egal. Werdet ihr vielleicht mal in einem Lidschatten-Tutorial sehen. Zumindest so, wie ich das mache. Jedenfalls habe ich da noch einen Buddha Brush. Der ist ein bisschen dicker und kleiner. Könnt ihr, glaube ich, nicht so einen Unterschied erkennen. Oder seht ihr das hier? Ach nee. Man soll es auch richtig umhalten.
Könnt ihr den Unterschied erkennen? Na gut, der ist ein bisschen dicker, ne? Na egal. Es geht ja auch um mich. Und ich habe wieder einen Blenderpinsel, weil meiner ist irgendwie weg. Auch von Evelyn. Tada! Gut, machen wir weiter mit DM Dontodent Zahnfleisch Intensivpflege Mundspülung. Das ist mir eigentlich egal, welches ich nehme. Ich finde das billige meistens besser, weil es irgendwie, keine Ahnung, finde ich halt gut. Finde ich ganz gut. Mein nächstes Deo, und das ist wirklich Shampoo, sorry. Ah, nee, ist das auch Duschcreme? Ach ja, ich habe so viel Duschcreme wieder gekauft. Wer mein Backup-Video gesehen hat, weiß, dass ich noch so viel Duschgel habe und kein Shampoo mehr hatte. Und ich habe wieder, wie man gerade schon gesehen hat, so viel Duschgel gekauft. Hier mein nächstes von Balea Dusch und Creme mit Erdbeerduft. Und Mädels, das ist richtig geil. Ich habe es gerochen und habe gedacht, boah, pure Erdbeeren. Richtig, richtig geil. Ich freue mich schon. Und ich habe aber auch das Shampoo. Das ist aber Limited Edition. Der Shower gilt nicht. Also wie ihr seht, hier habe ich schon im Set fast gekauft. Ist fast dasselbe. Ne? Und dann habe ich noch ein Shampoo von Balea. Für koloriertes und grünes Haar. Blutorange mit Moringa. Sieht so aus. Riecht auch ganz gut und es kostet Balea, ist ja auch nicht so teuer. Deswegen habe ich gedacht, komm, nimm sie mit. Und wie schon gesagt, zu der Spülung habe ich auch das passende Duschgel dazu natürlich. Shampoo, sorry. Ne? Man muss es ja auch mal ein bisschen zusammennehmen. Und ich finde das ganz gut, weil man verbraucht das nicht so dolle. Also ich finde, es dauert lange, bis man es aufgebraucht hat. Und ich finde das ganz gut fürs Haar. Und es ist preisgünstig, ne? Muss man mal dazu sagen. So, Freunde. Weil ich mein Deo verloren habe oder ich irgendwie noch suche oder ich immer irgendwie ein Deo verliere und liegen lasse und keine Ahnung. Und ich meine Schwester, die jetzt schon gefragt hat, wo ist mein Deo von Balea, das Goldene? Habe ich mir nochmal ein neues gekauft. Weil ich finde, das riecht so gut und 85 Cent oder so habe ich gedacht. Komm, schnapp es dir. Ist ein Schnäppchen. Dann habe ich außerdem von Evelyn Nagellackentferner Acetonfrei. Riecht, glaube ich, einfach ganz normal. Nee, hat keinen besonderen Duft. Hier steht aber auch mit Biotin und Arganöl. Ideal für brüchige Nägel. Brüchige Nägel? Eigentlich schon. Na egal. Finde ich ganz cool, weil hier ist so ein Pumpdingen. Hier, wo man so diese Wattepads drauf machen kann. Habe nicht mehr diese Schmiererei. Finde ich ganz super. Dann konnte ich mich nicht entscheiden und ich habe erst die eine gegriffen und die andere. Erst hatte ich die Essence Get Big Lashes Volume Boost. Jetzt zeige ich euch auch mal die Blochse. Die sieht so aus. Ich glaube, ich habe die auch schon. Die ist ganz gut. Also ich habe viele von Essence oder viele schon benutzt. Aber ich habe die gesehen und die Verpackung, guck mal, hat mich schon angelacht. Fand ich total toll. Hier mit diesem ganzen Gebamsel dran. Ne? Total schön. Die ist von Astor, heißt Seduction Codes Nummer 2. Volume und Curve Mascara. Und sieht so aus. Also ist ein bisschen anders. Nicht? Bin ich mal gespannt, ob Astor wirklich so gut ist, weil ich habe mir nie eine über 3 Euro gekauft. Also gut, Essence meistens. Und die sind ja, glaube ich, nur 2 irgendwas oder 3 irgendwas. Aber die von Astor war schon ein bisschen teurer. Naja, dann habe ich auch noch ein Duschgel von Balea Limited Edition Purple Kisses mit dem Duft von Lilie und schwarzen Himbeeren. Voll gut. Und ist auch Limited Edition, wie schon gesagt. Ne? Also